Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heiß her heute bei Jenny kocht. Ein ganz großer Trend in Deutschland ist ja die vegane Küche. Und damit ihr da mal so ein bisschen reinschnuppern könnt, haben wir uns heute eine echte Expertin aus Berlin geholt. Rike Schindler ist bei uns. Rike, hi. Hi. Und Rike, bevor jetzt alle schreien, vegan, habe ich nichts mit am Hut. Wir wollen heute niemand bekehren, ne? Genau, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen beim Kochen. In erster Linie heißt es, wir kochen vegan, rein pflanzlich. Wir kochen mit Gemüse, es wird lecker und man kann das gut und gerne in seine Ernährung mit einbauen. Und heute starten wir mit einer gerösteten Paprikasuppe. Klingt auf jeden Fall schon mal super. Let's do it. Let's do it. Das ist quasi die Basis für unsere Paprikasuppe. Also ich mache jetzt so halb, ne? Ich würde das so machen. Ja. Was ist denn? Und ich mache nämlich immer sowas hier. Und dann würde ich jetzt hier das so rausschneiden. Und ganz clever ist natürlich auch, Rike, wenn man mit dem anfängt, was wir natürlich tun, was am längsten braucht. Das, was am meisten Zeit braucht, ob es eine Soße ist, die lange einreduziert, ob es ein Teig ist, der noch ein bisschen aufgehen soll. Das machen wir am besten am Anfang, weil sonst ist es immer demotivierend. Wann fing das bei dir an mit der veganen Küche? Oder hast du gesagt, dass ich werde jetzt Veganer? Als ich 14 war, habe ich tatsächlich auch mal so meine Mutter gefragt, wo das alles herkommt und das Fleisch. Und dann meinte ich, ich hatte so eine Doku gesehen von so einer Kuh, die so an der Decke hing. Okay. Ja. Ist das normal? Die sind da klar, das ist doch Vieh. Warst ja schon mit eigentlich ein Vorreiter. Ja, ne? Ziemlich früh. Aber ich glaube, das liegt daran, weil viele einfach nicht wissen, was erwartet einen. Deswegen machen wir das ja heute auch, um einfach euch mal zu zeigen, da muss man gar keine Angst vor haben und das ist gar nicht kompliziert und man muss nicht gleich in 10 verschiedene Supermärkte laufen, um die ganzen Ersatzstoffe zu haben. Es geht einfach mit Sachen, die man auch zu Hause hat. Genau. Ne? Also hier haben wir jetzt fertig gewürzt. Pfeffer und Salz. Pfeffer, Salz ist dran. Du gibst den Knoblauch jetzt dazu. So einfach drüber. Bisschen Rosmarin. Ja. Majoran haben wir gesagt. Eigentlich da kann man alles dran machen, was irgendwie worauf man Lust hat, genau. Okay. Du weißt, die herberen Gewürze, ne? Und Mal das. Dann nehmen wir unser Olivenöl. Auch ein Klassiker. Genau, Olivenöl mal, also I love it. Und das Ganze geht jetzt ab in den Ofen. Währenddessen unsere Paprika im Ofen ein bisschen Farbe bekommt, nehmen wir da ein paar Kartoffeln. Und sag mal, Rike, das muss ich jetzt auch hier erzählen. Deine Gerichte oder ein ganz besonderes Gericht hat es ja tatsächlich nach Hollywood geschafft. Ja, das stimmt. Ich war in einem Hotel am Kochen und da hat der Kollege neben mir erzählt, er würde bald für den neuen Tarantino-Film kochen, Inglourious Basterds. Hab ich gesehen. Ja. Mega Film. Ja, genau. Und der Apfelstrudel hat es dann tatsächlich auf die 8x3,6 Meter Wand geschafft. Und ich so, wow. Und das ganze Team war sehr glücklich. Aber am Ende war es der Apfelstrudel. Wie geht's jetzt weiter? Genau, die Kartoffeln kannst du auch so grob runterschneiden. Was heißt grob runterschneiden? Grob heißt, dass du nachher den Mixer auf jeden Fall auch... Ach so, okay, genau. Alles klar. So grob. Großes Thema ist ja auch in der Küche, ne? Induktion, ja oder nein? Wie ist das bei dir? Ich bin für Induktion ist das, wo ich persönlich am liebsten mit arbeite, weil nichts, erst wischst du einmal rüber, alles ist wieder sauber, dann kannst du die Temperatur regulieren. Also wenn da 7 jetzt draufstehen, weiß ich auch, wie heiß es ist. Also es ist einfach unheimlich praktisch. Ja, und es geht zackig. Und dann dürftest du anfangen, die Schalotten zuerst reinzuhauen. Ja. Ich hole mal noch ein Rührelement hier raus. Ja. Ah, hier haben wir schon was. Egal was, Mama. Ja. Ich mache das mit sehr viel Liebe. Ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir noch ein Löffelchen Margarine daran. Ja. So. Zackabum, willst du mal rühren? Yes. Oh, guck mal, ich zeige das hier mal auf. Riecht aber auch gut. Wahnsinn, wie viele Leute man catchen kann mit so ein bisschen Knoblauchgeruch. Das ist immer der Knoblauch am Ende. So, die Paprika bleibt ja noch ungefähr 5 Minuten drin. Okay. Da ist das Wichtige, wenn die Paprika im Ofen ist, löst sich die Haut irgendwann von der Paprika. Und dann sind wir am richtigen Punkt angekommen. Also dann ziehen wir das nachher ab. Die Aromen sind schön durchgezogen. Und guck mal, wie schön das ist. Das sieht wirklich schön aus. Boah, das riecht so lecker. Im Anschluss, wenn jetzt alles ein bisschen angebrutzelt ist, karamellisieren wir das Ganze mit Kokosblütenzucker, ein ganz besonderer, leckerer Zucker und hat so ein leichtes Vanillearoma. Und löschen es ab mit einer leichten Gemüsebrühe. Genau, lassen es ein bisschen aufkochen, damit die Röstaromen vom Boden auch sich lösen. Wie lange ungefähr? Ich schätze mal so, wenn es einmal kocht, dann ist es okay.
so schätze mal 5 Minuten. Ja. Nimm ein bisschen Hafersahne. Hafersahne, hm? Genau. Gibt es in jedem Supermarkt oder? Mittlerweile schon. Mhm. Also bei mir in den gängigen Supermarktketten, ja, ist es auf jeden Fall vorhanden. So soll es aussehen, wenn wir von gerösteter Paprika sprechen. Und sieht tatsächlich sehr gut aus. Mhm. Das ist halt, wo es sich lohnt, einen guten Ofen zu haben, der wirklich viel Power hat, damit sich die Schwärze. Ein bisschen auch schön, schwarz sollen. Genau, sein, ne? Genau. Also das ist am Ende das, was den Geschmack ausmacht. Mhm. So, und jetzt? Ich fummel mal in mühevoller Kleinstarbeit genau die Haut ein bisschen ab. Mhm. Und dabei brauchen wir aber auch nicht extrem knauserig sein. Also die schwärzesten Stellen vielleicht wegnehmen. Mhm. Und die Suppe wird ja zum Schluss passiert. Das Ganze lassen wir jetzt schön aufkochen, mhm, so damit sich die Aromen nochmal verteilen. Und dann würde ich sagen, pürieren wir es einmal durch. Mhm. Also wenn es so gut schmeckt, wie es riecht, dann würde ich sagen, Rieke, haben wir alles richtig gemacht. Ja, super. Moment. So. Gesalzen und gepfeffert haben wir jetzt am Anfang schon bei der Paprika, mhm, also am Ende nochmal nachschmecken. Mhm. Das Auge ist ja mit, macht man da eher wenig, eher viel? Man sagt immer so ein Fingerbreit unter dem Tellerrand. Mhm. Ich denke, jetzt wäre noch die Frage, bevor wir probieren, welchen Wein haben wir dazu? Wir haben Rotwein dazu. Mhm. Ich würde tendenziell sagen, was man auch immer davor oder danach noch isst, dass man das variieren kann. Mhm. Ich finde, bei uns passt jetzt ein Rotwein perfekt. Wenn es jetzt draußen warm ist, könnte man auch einen Weißwein dazu trinken. Okay, einmal. So. Gluck, 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 gluck. Mhm. Mhm. Der Moment, so der Moment. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal super aus. Ja, finde ich auch schön kräftig. Genau. Mhm. Oh, das ist echt lecker. Überraschend lecker, gell? Nee, nicht überraschend. Also, das war ein Test. Ich finde, das sah schon vorher alles sehr lecker aus, aber das ist wirklich... Mhm. Ricke, auf die vegane Küche. Super lecker. Wenn ihr das Ganze vielleicht nachkochen möchtet, einfach mal reinklicken hier bei uns. Da findet ihr das Rezept wie immer. Und da gibt es auch ganz viele Infos noch über Ricke, über die vegane Küche. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, Prost. Prost.